gehen. Coole Serie. Oh Mann. Und wir können jetzt ruhig mal sagen, so sieht es bei uns vor der Sendung auch immer aus, oder? Ja, total. Du auf dem Trampolin. Ich bin auch eben noch mal auf dem Trampolin, vor allen Dingen mit den Schmuden noch mal schnell einen Abflug gemacht. Treppen noch mal hoch und runter. Ja, super. War das eigentlich schneller gedreht oder hat die das so schnell? Die macht dieses Tempo, definitiv. Oh, da natürlich ist es vorgespult. War ein Witz, um Gottes Willen. Ich habe nur gedacht, wow, die Muskelkontraktion war aber trotzdem da. Wobei, wenn du so viel auf der Bühne stehst, ist das ja auch ein Workout eigentlich, ne? Im Grunde, also ich mache auch Sport. Ist natürlich jetzt auch wieder mal wegen Corona ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich bin jetzt nicht so die Man kann Corona nicht immer als Ausrede. Nein, das ist keine Ausrede gewesen. Es ist einfach so, ich bin nicht so die Läuferin, also ich bin keine Joggerin und so. Natürlich machen wir ganz viele Spaziergänge über Stunden lang und so, aber ich sag jetzt mal, ich habe meine Hanteln auch zu Hause, habe die auch mit, die sind jetzt in meinem Koffer und meine Yogamatte und so. Also ich mache schon wirklich sehr viel, ne? Ist ja auch wichtig für einen selbst. Aber wenn ich zum Beispiel spiele, ist das für mich eigentlich das beste Workout. Mhm. Auf der Bühne zu stehen und da 2 Stunden wirklich hochkonzentriert zu spielen. Gerade beim Mustergarten ist wahnsinnig viel Aktivität. Wir tanzen auch auf der Bühne und so. Also das ist mein bestes Workout, wirklich, zu spielen. Bist du nach der Theaterbühne jemand, der dann danach erstmal entspannt, der sich ein Buch nimmt vielleicht oder einfach auch nur eine Wand anschaut? Wie fährst du runter dann? Manchmal setzen wir uns dann abends nochmal zusammen, also das Team oder besser gesagt das Ensemble. Man trinkt vielleicht nochmal ein Gläschen zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, gehe ich in meine Theaterwohnung und in der Tat, ich lese ein Buch oder gucke mir auch nochmal das Textbuch an oder schaue eine Netflix-Serie. Aber wann hast du das letzte Wimmelbuch gelesen? Ewig her. Frage aus einem sehr traurigen Grund, denn Ali Mitkutsche ist verstorben. Das hat sein Verlag jetzt gesagt. Da sehen wir ihn. Ja, der Vater der Wimmelbücher im Alter von 86 in München. 1968 erschien ja das erste Wimmelbuch und hat ja immer gesagt, jedes einzelne Wimmelbild ist letztendlich auch ein Teil von mir. Mhm. Also die Kinder sollen in eine Fantasiewelt dorthin entführt werden. Und ich muss sagen, mich hat das auch immer entschleunigt, das mit meinem Sohn anzuschauen. Toll, oder? Es ist ja wirklich sehr interaktiv, was da stattfindet. Also man muss ja wirklich etwas machen und kann sich da auch neu, also selbst erfinden oder man muss ja auch wirklich suchen, man muss arbeiten. Das war toll illustriert auch immer. Ich kenne es halt noch aus meiner Zeit als Kinderkrankenschwester. Und ich muss gestehen, das ist doch das letzte Mal gewesen, dass ich so ein Buch in der Hand hatte. Aber hast du viel mit den Kindern dann tatsächlich auch gelesen, vorgelesen? Und damals, hattest du die Zeit damals damals war es halt so, dass man natürlich auch damals schon sehr, sehr wenig Zeit hatte für die Kinder. Aber wir haben uns einfach die Zeit genommen. Und das Gute war wirklich, dass dann auch endlich dieses Eltern-Kind-Zimmer ins Leben gerufen wurde, wo halt ein Elternteil mit bei den Kindern schlafen durfte. Mhm. Und die sich dann halt mit den Kindern auch Gott sei Dank beschäftigt haben, weil ein Kind im Krankenhaus, muss ich dir nicht sagen, wie schlimm das ist. Ja. Und wenn Kinder dann auch noch krank sind, dann ist es schon wichtig und sehr gut gewesen, dass wenigstens ein Familienangehöriger da ist. Und aktuell haben wir ja die Situation, oft hat nur ein Elternteil mit. Das sind die aktuellen Regeln, an die wir uns halten müssen. Mhm. Lass uns mal auf die Bühne schauen. Gerne. Ja, also wir haben eben schon über Mustergatte gesprochen und auch über den Krimi. Und wir schauen mal rein in den Mustergarten und gucken auch auf deine Karriere. Mhm. Wunderbar drüber. Und wenn man Pöms sieht, man muss immer an Wovereit denken, oder? Weißt du noch das Bild aus Berlin, wo aus dem Pöms der Champagner getrunken wurde? Ja. Hat er das geklaut, die Szenerie? Das weiß ich nicht, das muss ich den Stefan Keim mal fragen. Er hat ja das Stück sozusagen adaptiert auf die 70er Jahre und auf die Heinz-Erhardt-Figur, weil man kennt ja den Mustergarten noch, den Original-Mustergarten mit Heinz Rühmann. Und ich muss ihn mal fragen, wo da die Inspiration herkommt. Aber die Szene ist wirklich wahnsinnig lustig. Eigentlich ist dieses ganze Stück wahnsinnig lustig und ich freue mich so darauf, dass wir endlich wieder loslegen können. Ja, und hast dann jetzt Eierlikör denn drin in deinem Fall? Weil du hast die Corona-Pandemie genutzt und hast eingekocht. Ja, ich habe... Oder ist da Kirschsaft drin? Nee, da ist in der Tat... Also es ist ja Prosecco. Also Blanche sagt, du musst jetzt Prosecco aus meinem Schuh trinken. Natürlich ist es kein Alkohol. Aber in dem Stück trinken wir ja wirklich eine ganze Bohle-Schüssel voll mit Alkohol. Also mit einem Gemisch aus... Ich glaube, es sind insgesamt 8 verschiedenen alkoholischen Getränken. Also gefaked, ist klar, ne? Weil wenn ich da ein Glas von trinken würde, dann wäre ich platt, dann würde gar nichts mehr laufen. Aber Eierlikör ist eine sehr, sehr schöne Überleitung. Das würde in dem Schuh nicht klappen, weil der ja doch sehr klebrig ist und süffig ist der. Ja, Eierlikör ist sozusagen mittlerweile mein 5. Standbein geworden und... ja, du hast eben gesagt, man darf sich nicht mal mit Corona entschuldigen, aber es ist wirklich Corona geschuldet, weil normalerweise hätte ich nie die Zeit gehabt, selber in der Küche zu stehen und Eierlikör zu fabrizieren in einer ganz wundervollen Küchenmaschine.
Und es ist so vieles passiert in den letzten 2 Jahren bei mir. Ich habe mich wieder neu erfunden. Mhm. Und ihr habt das Haus auch fertiggestellt. Wir haben endlich das Haus fertiggestellt. Nach gut 3 Jahren ist es jetzt so gut wie fertig. Ich habe auch in der Pandemiezeit viel als Sprecherin gearbeitet, Hörbuchsprecherin, Hörbücher eingesprochen, als Erzählerin gearbeitet für Märchen und so. Also ja, man muss die Zeit auch einfach mal anders beleuchten und sagen, man kann das Ganze auch reflektieren. Ich bin wesentlich dankbarer und demütiger auch geworden in vielerlei Hinsicht. Aber bist du dann jemand, der eher auch selber anpackt, anstatt zu sagen, okay, es ist jetzt eine Lethargie, da geht gerade nichts, da gibt es eine Zwangspause in der Kultur. Ich lehne mich zurück. Pause gibt's bei mir nicht. Nee, zurücklehnen. Das klingt so, ne? Nee, ich bin echt so eine Macherin. Und wie gesagt, diese Idee mit dem Eierlikör ist wirklich entstanden, weil vor gut einem Jahr stand ein ganz, ganz lieber, enger Freund von uns, der uns auch bei den Renovierungsarbeiten geholfen hat, mit 28 Eiern von seinen glücklichen Hühnern auf einmal bei uns. Und ich sagte so, was soll ich denn jetzt damit machen? So viel Rührei kann man gar nicht essen. Mhm. Und dann fiel uns ein, dass wir wirklich das Rezept von Oma Martha, das ist Carlos' Oma, deren Haus wir ja geerbt haben und umgebaut haben, wir haben das Rezept auf dem Dachboden gefunden. Das ist echt eine total irre Geschichte. In einer Holztruhe mit ganz vielen Sachen drin, übers Haus, mit Testamentsentwürfen, mit Fotos. Ja, ja, super. Toll. Also es war echt total mystisch. Ja. Und auch ein Rezeptbuch von Opa Hermann, der war Fleischer. Und in diesem Buch stehen ganz tolle Rezepte. Wer weiß, vielleicht mache ich demnächst noch Sülze oder so. Keine Ahnung. Aber nein, um Gottes Willen, ich will es nicht übertreiben. Aber dieses Rezept haben wir gefunden und dann haben wir es erstmal weggelegt, weil keine Zeit da war. Und dann. So, und jetzt gibt es eine Manufaktur, jetzt geht's weiter. Und also ich mache das nicht mehr selber zu Hause. Ja. Wir verkaufen jetzt mittlerweile großküchenmäßig diese Eierei. Das ist der Name unseres Eierlikörs und dann schon in 2 Varianten. Na guck mal, verrückt, da kann doch Ostern jetzt kommen. So, Ostern kann und handwerklich gucken wir uns jetzt nämlich auch mal an, weil zu Hause ist das neue Büro. Also ihr wart fleißig, habt von zu Hause auch viel gearbeitet, Texte gelernt und so weiter. Mhm. Und auch im Jahr 2022 sind natürlich viele Menschen zu Hause und wollen sich eine gewisse Inspiration holen, um ein gemütliches und auch vor allem eine angenehme Arbeitsatmosphäre für zu Hause zu schaffen. Unsere Designexpertin Ann-Kathrin Otto, die hat ein paar tolle Ideen, ist gefragt worden von Pepe, weil der sagte, okay, Lichtstimmung stimmt noch nicht so richtig. Und er möchte Arbeitsbereiche